Matthäus Merian, der Ältere und Söhne, Karten und Kupferstiche, Deutschland Genies Forscher Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind für uns aber wichtig. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche und begründende Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Matthäus Merian dem Älteren und seinen Söhnen Matthäus Merian dem Jüngeren und von Caspar Merian vor, sowie die Kunst der Kupferstiche und der alten Karten. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Matthäus Merian, der Ältere. Zunächst zu seiner Biografie. Matthäus Merian, der Ältere, wurde am 22. September 1593 in Basel geboren und starb am 19. Juni 1650 in Langenschwalbach in Südhessen mit 56 Jahren. Die Familie Merian hat also ihre Wurzeln in der deutschen Schweiz. Matthäus Merian der Ältere war ein bekannter, virtuoser Maler und Kupferstecher und gab zahlreiche Meisterwerke heraus. Sie stellen oft von Städten und Landschaften die frühesten und genauesten Ansichten dar, die uns erhalten geblieben sind. Matthäus Merian der Ältere wurde als Sohn des Sägemüllers und Ratsherrn Walter Merian geboren. Er stammte aus einer alten und angesehenen Basler Familie, die viele Ratsherren hervorbrachte. Nach dem Gymnasium lernte er in Zürich das Zeichnen, Kupferstechen und Radieren. Von 1610 bis 1615 studierte und arbeitete er in Straßburg, Nancy und Paris sowie erneut in Basel. Matthäus Merian kam nach Reisen in Süddeutschland und in Holland 1616 nach Oppenheim am Rhein und arbeitete dort für den Verleger und Kupferstecher Johann Theodor de Bru 1561 bis 1623. 1617 heiratete Matthäus Merian dessen Tochter Maria Magdalena hier in der Bildmitte. Mit dieser hatte er drei Töchter und drei Söhne, von denen Matthäus Merian der Jüngere und Caspar Merian in seiner Werkstatt mitarbeiteten. Wegen des Ausbruchs des Dreißigjährigen Krieges und dem Brand von Oppenheim zog er sich zunächst in seine Geburtsstadt Basel zurück. Nach dem Tod des Schwiegervaters 1623 führte Matthäus Merian aber das Verlagshaus in Frankfurt am Main fort. Matthäus Merian verlegte in Frankfurt nicht nur fremde Werke, sondern wurde besonders durch eigene Großprojekte bekannt. Das Theatrum Europaeum war ab 1633 ein groß angelegtes Geschichtswerk über die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges mit 720 Kupfertafeln, von denen 140 von Merian selbst gestochen wurden. Hier im Bild sein Kupferstich über den Prager Fenstersturz am Beginn des Krieges, der zur Ikone geworden ist. Ein ebenso großer Publikumserfolg wurde von 1642 bis 1654 die Topographia Germaniae mit anfangs 16 Bänden mit Texten verschiedener Autoren und 2000 bemerkenswerten Ansichten von Städten, Burgen und Landschaften sowie Karten des gesamten Heiligen Römischen Reiches, denen nach Matthäus Merians Tod 1650 weitere Bände über Deutschland und auch andere Länder folgten. Die Kupferstiche stellen einmalige und genau festgehaltene Zeitbilder dar vor späteren Zerstörungen und Veränderungen. Hier im Bild als Beispiel die Stadt und das Schloss Heidelberg vor dessen Zerstörung durch die französische Soldateska des sogenannten Sonnenkönigs. Nach dem Tod seiner ersten Frau 1645 heiratete Matthäus Merian 1646
Johanna Sibylla Heim. Aus dieser zweiten Ehe ging die Tochter Maria Sibylla Merian hervor, hier im Bild und im folgenden Kapitel 46, die als Naturforscherin und Künstlerin berühmt wurde. Matthäus Merian der Ältere starb nach langer Krankheit am 19. Juni 1650 mit 56 Jahren in Langenschwalbach bei Wiesbaden und wurde in Frankfurt bestattet. Seine Söhne, Matthäus Merian der Jüngere und Caspar Merian, übernahmen den Verlag und führten seine Projekte weiter unter dem Namen Merian Erben. Nun noch kurz zu den Söhnen. Matthäus Merian der Jüngere, hier im Bild, wurde am 25. März 1621 in Basel geboren als ältester Sohn von Matthäus Merian dem Älteren und seiner Frau Maria Magdalena, geborene de Brü, und starb am 15. Februar 1687 mit fast 67 Jahren in Frankfurt am Main. Matthäus Merian der Jüngere erhielt eine Ausbildung zum Maler und Kupferstecher in Amsterdam, London und Paris. Er führte zusammen mit seinem Bruder Caspar den Frankfurter Verlag nach dem Tod des Vaters 1650 weiter und setzte die Herausgabe von dessen Werken fort. Matthäus Merian der Jüngere bereicherte die Bildbände mit eigenen, beachtenswerten Malereien und Kupferstichen. Hier im Bild zum Beispiel eine Zeitreise mit ihm nach München 1656. Er schuf Altarbilder in Süddeutschland und war auch ein gesuchter Porträtmaler. Caspar Merian, hier im Bild, wurde am 13. Februar 1627 in Frankfurt am Main geboren als zweitältester Sohn des Ehepaares Merian und starb am 12. April 1686 in Schloss Walter bei Woiwert im holländischen Westfriesland mit 59 Jahren. Caspar Merian gab nach dem Tod des Vaters 1650 im Frankfurter Verlag gemeinsam mit seinem Bruder Matthäus insbesondere die vom Vater begonnenen Hauptwerke heraus, das Theatrum Europaeum und die Topographia Germaniae. Beide fertigten zahlreiche kongeniale Kupferstiche dazu an. Hier ein Stich von Caspar vom lebhaften Frankfurter Zentrum 1658. 1672 zog sich Caspar Merian nach Wertheim zurück und übersiedelte 1677 nach Westfriesland, Holland, bis zu seinem Tode 1686 dort auf Schloss Walter. 1685 zogen auch seine Halbschwester Maria Sibylla Merian und deren Mutter dorthin. Von diesem Schloss ist heute nichts erhalten geblieben. Matthäus Merian der Ältere und seine Söhne, nun zu ihrem Werk und dessen Wirkung. Die Familie verlegte auch Werke fremder Autoren. Das Bild zeigt einen Kupferstich von Matthäus Merian dem Älteren aus einer ganz anderen Sammlung, nämlich von alchemistischen Texten. Wegen des Aberglaubens, dass der Salamander im Feuer lebt, hier im Bild zu sehen, wurden die schönen Tiere verfolgt. Am bekanntesten wurden eigene Bildbände, eine 159-seitige Bilderbibel, über 200 Illustrationen zur deutschen Lutherbibel, große Vogelschaupläne von Städten aus der Vogelperspektive und die beiden folgenden Werke. Die Hauptwerke von Matthäus Merian dem Älteren und seinen Söhnen Caspar und Matthäus Merian dem Jüngeren sind das Theatrum Europaeum und die Topographia Germaniae. Das mehrbändige und reich bebilderte Werk Theatrum Europaeum, hier das Titelbild, zur europäischen Topographie und den Geschehnissen während des Dreißigjährigen Krieges, wurde ein weit verbreiteter Erfolg. Hier nun zwei Beispiele als Pars pro Toto aus dem Geschichtswerk Theatrum. Ein typisches Beispiel ist dieses Panoramabild von Magdeburg vor dessen Eroberung durch Tilly und der barbarischen Zerstörung. Hier ein besonders prächtiges Bild des beleibten Löwen aus Mitternacht des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf
von 1632. Der historische Kenner weiß, es blieb ihm nicht mehr viel Lebenszeit. Auch andere historische Momente werden von den Merians im Kupferstich volkstümlich dargestellt. Hier zum Beispiel Martin Luther 1520 bei der Entsorgung der päpstlichen Bannbulle. Das zweite Hauptwerk war die Topographia Germaniae ab 1642 bis 1654 und mit den Folgebänden noch bis 1688. Hier sehen wir das Titelbild des Teilbandes über Bayern. Bei diesem großen Vorhaben handelt es sich um 30 Bände, 92 Karten, 1500 Kupferstiche und über 2100 Einzelansichten von Städten, Schlössern, Burgen und Klöstern. Die von Matthäus Merian und seinen Söhnen aufgenommenen Ansichten sind in der Perspektive meisterhaft und stellen oftmals die ältesten, zuverlässig dokumentierten Ansichten der jeweiligen Orte dar. Aus unzähligen Gemälden und Kupferstichen folgt hier eine beispielhafte Auswahl von Berlin, Hannover und Heidelberg in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie sind Zeitaufnahmen von einmaligem Wert, weil manche dieser Orte später zerstört oder stark verändert wurden. Das kleine Dörfchen vor der befestigten Residenz Hannover, links vorne im Vordergrund, ist der heutige Stadtteil Linden mit der Lindener Mühle. Hier wieder ein anderer Blick auf das Heidelberger Schloss, noch vor seiner Zerstörung. Hier als Ergänzung einige weitere schöne Kupferstiche von Ingelheim am Rhein, Wörth an der Donau und dem verschwundenen Schloss Kahlenberg bei Hannover. Die Feste Kahlenberg, eine Niederungsburg, war immerhin einmal das Stammschloss der Welfen. Heute ist nichts mehr davon zu sehen. Die Residenz wurde damals nach Hannover verlegt. Das Tiefdruckverfahren. Beim Kupferstich handelt es sich um ein grafisches Tiefdruckverfahren. Hier im Bild ein modernes Schema. Bei den Tiefdruckverfahren liegen Bilder oder Zeichen als Vertiefungen in der Druckform vor. Die Platte oder Druckform wird eingefärbt, sodass die Druckerschwärze in die feinen Linien eindringt und anschließend wieder gesäubert mit einem Rakel oder Wischer. Schließlich erfolgt der Druck mit einer Walzenpresse, in der das angefeuchtete Papier die Farbe aus den Vertiefungen aufnimmt. Nun zum Kupferstich. Die Oberfläche einer 1 bis 3 mm dünnen Kupferplatte wird sorgfältig geschliffen und glatt poliert. Auf die vorbereitete Fläche wird die seitenverkehrte Zeichnung übertragen und mit einem Grabstichel aus gehärtetem Stahl spanabhebend Linie für Linie in das Metall eingeschnitten, gegraben, graviert, hier im Bild zu sehen. Die Linien erscheinen schwarz, die unversehrten Teile der Platte bleiben weiß. Der Kupferstich weist gegenüber dem Holzschnitt eine feinere Linienführung auf, fließende Übergänge und eine größere Formenvielfalt. Der Kupferstich entwickelte sich unabhängig vom Buchdruck. Von einer Kupferplatte können 200 bis maximal 600 Papierblätter in guter Qualität hergestellt werden. Hier ein schönes Beispiel der Stadt Rom. Matthäus Merian und seine Söhne fertigten auch ästhetisch schöne und möglichst genaue Karten von Europa und der damaligen Welt an. Hier ein eindrucksvolles Beispiel von 1640, damals noch ohne Down Under. Das Verfahren ist sehr arbeitsaufwendig, was in diesen Bildern nachvollziehbar ist. Es gibt sprachliche Ableitungen vom Handwerk des Kupferstechens. Der Begriff abkupfern bedeutet die Herstellung einer billigen Kopie oder eines Plagiates. Auch der Begriff gestochen scharf stammt von dieser Kunst. Unser Bild hier lässt die Mühe und die Präzision der Arbeit ahnen. Eine Anmerkung noch zum Ende. Es gibt noch weitere Tiefdruckverfahren. Die Radierung zum Beispiel wird von Künstlern besonders geschätzt.
Dabei wird mit einer harten Stahlnadel oder durch Verätzung die Oberfläche von Kupfer- oder Zinkplatten verletzt. Radierungen können nachträglich auch koloriert werden oder es werden eben in der Walzenpresse mehrere Druckvorgänge mit verschiedenen Farben durchgeführt. Auch das ist Matthäus Merian der Ältere. Zum Abschluss das Mysterium Magnum, ein überraschendes Fantasy-Bild bereits im Jahre 1640. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Diese bunte Mischung aus handwerklicher Kunst und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie die Familie Merian, künstlerisch begabt waren und gewissenhaft arbeiteten. Dr. Hans-Jürgen Alexi.